dann gehen wir jetzt mal zurück. Was ist hier geschehen? Nichts. Oh. Ups. So ein komischer Kauf. So ein komischer Kauf. Interessiert ihr euch vielleicht hier? Nein. Was ist denn? Ich habe aber noch viel, viel mehr. Glaubt ihr, dass ihr von jemandem... Ja, ja. Er beobachtet, er lauert, er versucht... Stirb, Dieb! Bist du dumm? So, haben wir es geschafft. Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Dreh dich doch mal zu dem. Diese Entscheidung liegt bei mir. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Entweder haben wir da im Sitzen geschlafen. Ach, mein Rücken, das ist doch unangenehm. Ich muss jetzt dahinter. Das ist eine gute Frage, was ich mir hier denke. Das weiß ich selbst gar nicht so genau. Hey, oh nein! Das solltest du eigentlich nicht tun. Nein, und das auch nicht. Na, hallo. Undeutiger Schuss. Ich kann dich. Komm mal her. Da ist er ja. Also ich war das ja mal ganz bestimmt nicht, ne? Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Doch, ich bin dann schneller. Dein Leben im Dienste Gottes zu lassen, im Kampf für das, woran wir glauben. Ist das dein Ernst? Es gibt keinen größeren Ruhm. Jetzt wäre er hochgekommen. Ach, du bist doch doof. Dieser Mann scheint in Eile zu sein. Bin ich auch. Solch ein Narr. Wie rücksichtslos der Mann. Ich hab kein Geld. Er sollte keinen Ärger machen. Klettern wir halt die Leiter hoch. Das wundert euch nicht. Na gut. Wozu steht ihr dann dort Wache? Ab jetzt! Wer war das bloß? Hier komme ich aber nicht herüber, ne? Doch, wenn ich da hochspringe. Wer hat das getan? Na, wie tragisch. Was ist der armen Seele widerfahren? Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein. Erhal, entahal am. Eine milde Gabe. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Ah, ich weiß, wo wir hier sind. Was soll das? Nein, auf der Hut!
Laden Sie schon auf, Seid still! So stark wie Salah Al-Din! Und wappnet euch gegen eure Feinde in die Hände anschlagen! Jeder so wie er kann! Oh! Was nun, Sklaventreiber? Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Einpferchen? Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Hilfe! Helft mir! Kannst du ihm nicht helfen? Ach, komm schon! Mann! Ah, ihr wollt den Mann sehen, der euch hergerufen hat? Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Was? Ja? Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht? Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Bin im Licht. Oh, so ein schmieriger Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Das wird euch eine Lehre sein. Du willst sterben? Was zögert ihr? Erledigt ihn! Das wird nicht zu schwer werden. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Ihr Tagenichte, was ist los mit euch? Was hast du denn los, du Kackwurst? Aufregende Musik. Hey! Habt ihr Geld für mich? Was? Hä? Verdammt, wie komm ich dir hinterher? Nein! Okay, der wartet ja eh da. Nein! Jetzt! Ich hasse dieses Spiel! Ich hasse es, dass es das automatisch einschaltet. Ich hasse es. Oh, ich bin falsch. Ich hasse es wie die Pest. Das könnt ihr mir aber glauben, ey. Dieser fucking Kap an sich! Seni gözüm kapalı bile yemedi. Lass mich in Ruhe, ihr. Verkacken, weiß ich nicht was. Kaçmasına izin vermeyin. Lachen! Oh.
Lasst mich jetzt hier. Tötet ihn! Tötet ihn! Warum habe ich noch keine verkackten Wurfmesser? Jetzt greif dir doch an, bist du doof? Weg mit dir! Weg! Den Weg frei. Er wird müde! Tötet ihn! Haltet ihn! Sachen! Hilfe! Weg! Oder habe ich Wurfmesser? Nein, hab ich nicht. Ah, ich hasse es. Ja, genau. Weg mit dir, weg! Hau ab! Ich bin nicht nur mit dem Stürzen. Los, lass da mit mir! Ich hasse dieses Fight da! Ich hasse diesen Teil dafür, dass Elmar gegen den scheiß Angriffswurf einschaltet. Ich hasse das davon. Das lasst mich ruhig eben verhindert. Das wird euch eine Lehre sein. Halt deine Scheißfresse. So seid ihr. Haltet ihn! Dich hol ich mir! Heute ist halt von mir! Ungläubiger! Hier wirst du sterben! Geschwind! Ich muss mich gerade mal abdrehen. Nein! Jetzt schon wieder gemacht. Lasst mich in Frieden. Elender Rumpf! Du bist doch behindert. Wo sind meine versteckten Klingen? Es wird jemand zu Schaden kommen. Gott, ihr könnt mein nicht Kopf. Mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten. Nein, ich verkaufe sie nicht, ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg, von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr. In eurer Unwissenheit. Euren Geist abschalten. Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Ich dieses Spiel dafür hasse. Jetzt, du... Dich hol ich mir! Halte die! Ich brauche gleich eine Pause. Ich brauche gleich ernsthaft eine Pause. Ich habe mich gerade so darüber aufgeregt, ich kann nicht mehr. Was willst du? Die sind voll weit weg. Nein, ihr... Wie rücksichtslos kann man denn sein? Ich hasse das. Ich hasse es. Das hat doch vielleicht gar nicht lange, ne? Lass der Blätter mit mir! Wer war ihr denn? Töte die! Gib den Weg frei!
Entschuldigung. Ich hab grad voll ins Mikro genießt. Tut mir leid. Aber ich konnte das Mikro nicht hochmachen. Was machst du? Nein! Oh, bist du doof, oder was? Wo ist der? Oh, Gott. Halt's Maul. Ihr seid alle... Oh, hör auf der Scheiße. Das war ja noch schlimmer als gerade. Wie konnte er nur entkommen? Er ist wohl in einen anderen Bezirk geflogen. Er ist weg. Himmel. Pause und Schokolade. Und was zu trinken. Mein Kopf. Altair, wie wunderbar, dass ihr zurückgekehrt seid. Ja. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnisabschnitten. Oh. Mein Gott. Ich mach gerade die Aufnahme noch hier zu Ende und dann. Also die Folge. Ja, bitte. Und dann. Leitern sind eine akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Fassaden erklimmen dagegen nicht. Okay. Mich dünkt, ihr hattet Erfolg? Der Sklavenhändler ist tot. Ja, die Vöglein haben es mir bereits geflüstert. Der Krieg ist ein schmutziges Geschäft. Es mangelt an Arbeitern und Soldaten. Diesen Mann zu töten hat zahllose Leben gerettet. Ihr habt den Sarazenen und Kreuzfahrern ohne Frage zusätzliche Truppen versagt. Es sind finstere Zeiten, wenn Leben in Gold aufgewogen werden. Erst recht, wenn es so geringe Mengen sind. Er sah es anders. Behauptete, es wären keine Sklaven, dass er ihnen helfen würde. Wisst ihr, woran man erkennt, ob ein Mann dem Wahn verfallen ist? Sie sprechen mit sich selbst, verletzen sich. Nein. Es sind jene, die sprechen und handeln, als wäre alles in Ordnung. Ich verstehe nicht. Nur wenige gestehen das Böse ein. Es ist stets zweckgebunden. Stets erklärbar. Also hat er gelogen? Ich war nicht dort, hörte seine Worte nicht. Aber ja, so ihr die Wahrheit sagt, wollte er wohl nur seine schändlichen Taten entschuldigen. Aber ich sah sie. Die Männer und Frauen, die Sklaven sein sollten. Eine absonderliche Auswahl. Alt, krank, toll. Schwach, ja. Wie kann man einen besseren Soldaten erschaffen, als ihn aus einem gebrochenen Mann neu aufzubauen? Gebt ihm, was ihm gefehlt hat, und versprecht ihm noch mehr. Das scheint mir sehr aufwendig. Das ist es. Aber im Gegenzug erhält man Treue. Mit dem Wissen um ihre Vergangenheit würden diese Männer ihren Retter niemals verraten. Eine interessante Theorie. Seht ihr, es gibt noch viel, was ich euch lehren kann. Alle betrügen. Alle anderen. Sich selbst. Lernt diesen Schleier zu durchschauen.